Die PayPal-Aktie ist eine der meistverkauftesten Aktien in den letzten beiden Jahren. Kann es PayPal jetzt doch schaffen, die Trendwende zu erreichen und massive Gewinne in der Zukunft für die Investoren einfahren? Oder geht PayPal gnadenlos weiter runter und fällt möglicherweise in die Insolvenz ab aufgrund der möglichen Digitalwährungen, die bald aufkommen werden? Darüber reden wir heute. Los geht's! Aus vielen Analystenhäusern kommen jetzt langsam die Stimmen raus. Und auch das, was wir jetzt schon seit Monaten, sogar seit fast einem halben Jahr sagen, dass PayPal möglicherweise eine große Chance in der Zukunft nochmal bekommt. Auch die HKCM hat ein Video darüber veröffentlicht, in der sie sehr bullisch gestimmt ist. Aber stimmen denn diese Analysen überhaupt? Und könnte es möglicherweise nicht sogar noch weiter bergab gehen mit PayPal? Darüber muss man reden, wenn man ein solches Investment nicht verpassen will. Zunächst einmal muss man natürlich wissen, ob PayPal in dem Rest respektiven Markt überhaupt noch relevant ist, und dafür habe ich einmal diese Grafik mitgebracht. Es geht in dieser Grafik um kaufe jetzt, bezahle später, und das ist ganz einfach wichtig, denn PayPal ist ein Anbieter von einem kaufe jetzt, bezahle später Service. Mit anderen Worten, wir wollen natürlich wissen, ob noch ein Grundvertrauen in PayPal da ist, und wir sehen PayPal auf Platz 1 mit 68,1%, Amazon Pay dahinter mit 26,5%, weit abgeschlagen. Danach folgt Afterpay, Firm, Klarna, sogar ein deutsches Unternehmen. Aber ansonsten sehen wir natürlich die starke Marktdominanz von PayPal und an sich das Vertrauen, das noch in PayPal besteht, was natürlich schon mal eine gute Nachricht ist. Denn mit anderen Worten heißt das nichts anderes, als dass wir noch genug Leute haben, die den PayPal-Service nutzen und dass PayPal immer noch sehr marktdominant ist und immer noch vor Konkurrenten wie Amazon Pay steht. Und das ist natürlich eine sehr bullische Nachricht. Aber wir konnten trotzdem beobachten, dass in den vergangenen Jahren PayPal stark abverkaufte, obwohl so viele Leute ihren Service benutzten. Könnte das dann trotzdem bedeuten, dass der Chart weiterhin bärisch gestimmt ist und dass wir herabbrechen werden? Dafür müssen wir uns den Chart genau anschauen, ihn analysieren und selbstverständlich komplett neutral daran gehen. Es gibt viel Lärm um PayPal. Man könne durch Digitalwährung bald PayPal komplett vergessen, weil die Digitalwährung PayPal einfach out of business bringen, oder dass möglicherweise PayPal bald durch Konkurrenten wie Amazon Pay komplett in die Irrelevanz verschwinden werden. Natürlich ist das alles nur Panikmache um eine Aktie herum. Warum sollte denn auch nicht Panik gemacht werden? Denn diejenigen, die wirklich hier schlau sind und investieren, die wollen natürlich, dass die Preise tief fallen, damit sie zu besseren Kursen einkaufen können. Das ist ein ganz klarer Markttrick, der schon seit Jahrhunderten verwendet wird. Aber wir werden heute neutral rangehen an die Sache, und deshalb springen wir jetzt, ohne weiter drum herum zu labern, direkt mal in unsere Annahme rein, die schon etwas älter ist und wo wir erkennen werden, wie PayPal bis jetzt abgelaufen ist. Die langjährigen Zuschauer auf unserem Kanal kennen diesen Chart bereits, und wenn Sie auch ein solcher langwieriger Zuschauer werden wollen, können Sie gerne den Kanal abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben da lassen, wenn es Ihnen bis jetzt gefallen hat. Aber reden wir jetzt hier erstmal über den Chart. Wir sehen hier, dass wir in einer Enddiagonale herabgelaufen sind und hier perfekt auf der Trendlinie gedreht haben, auch in unserer Zielzone hier zwischen dem 38,2er und dem 1er Extensionsniveau lag. Das 1er Extensionsniveau ist sehr unrealistisch, aber das wichtige Level ist hier, dass wir das 61,8er nicht unterschritten haben und somit die 50-Dollar-Marke auch nicht unterschritten haben. Der Preis hier perfekt in einer schönen Formation herabgedreht ist, die dreiteilige Welle 5 ausgebildet hat und somit ganz einfach die letzte Bewegung nach unten perfekt ausgebaut hat und auch bereits schon hier aus unserer Zielzone ausgebrochen war, was natürlich ein sehr gutes Zeichen dafür ist, dass man hier einsteigen hätte können und hier perfekt die Trendwende mitnehmen hätte können. Das wären hier über 20% Gewinne schon gewesen. Der Chart ist natürlich jetzt schon etwas weitergelaufen und hat auch schon wieder etwas abverkauft, was natürlich nicht schlimm ist, aber wir persönlich haben unsere Zielzone genutzt und sind dort eingestiegen, einfach mal der Transparenz halber, damit Sie auch wissen, dass Sie tatsächlich in PayPal investiert sind und nicht einfach nur irgendwelchen Quatsch erzählen und im Endeffekt selber nicht eingekauft haben. Warum haben wir eingekauft in PayPal? Das ist hier nämlich die eigentliche Frage. Was sehen wir in PayPal, was jetzt hier ablaufen könnte? Wir denken, dass dies das aktuelle Szenario ist, und wir denken, dass wir möglicherweise jetzt hier schon die Welle 3 zeitnah beenden werden nach oben und dann eine kurze Korrektur
Korrektur bekommen. Die kann natürlich sich auch in die Länge ziehen, denn eine Welle 4 zieht sich gut und gerne in die Länge und braucht auch zeitlich gerne mal länger als eine Welle 2. Denn wir sehen hier, die Welle 2 war nicht so lang. Sie war auch etwas verkürzt in der Tiefe und hat hier nur 10 Tage knapp gedauert. Das ist ein Zeichen für uns, dass die Welle 4 möglicherweise länger gehen wird. Wenn wir uns anschauen, wie tief die Welle 2 gekommen ist, dann sehen wir, dass sie gerade mal das 50er Fibonacci angetouched hat, aber danach auch wieder hochgegangen ist und dann sogar in einer Running Flat Struktur, also in einer verkürzten Struktur hier abgelaufen ist. Mit anderen Worten, wir können definitiv beobachten, dass hier eine mögliche Welle 2 sehr kurz gewesen ist. Für eine normale Welle 2 erwarten wir das 61,8er oder das 78,6er Niveau. Irgendwas dazwischen ist der goldene Schnitt. Aber hier sehen wir ganz klar, die Welle 2 war kürzer. Das heißt, das könnte bedeuten, dass hier diese vierte Bewegung, die wir antizipieren, etwas länger ablaufen wird und gut und gerne auch mal einen Monat dauern wird. Aber wir denken erstmal, dass der Preis hier nach oben hin noch ein bisschen zu gehen hat. Mal mindestens noch 7%. Und im Optimalfall, was natürlich für kurzfristige Investoren interessant ist, noch 10-11%. Das heißt, wir haben hier noch ein bisschen Potenzial nach oben hin bei PayPal, bevor wir diesen Chart dann abschließen. Und wenn das passiert ist, verkaufen wir hier eben ab in der Welle 4 und dann geht es nochmal hoch in der Welle 5. Aber was jetzt relevant ist, dass wir hier oben dann eine mögliche 1 abschließen und danach wird es nochmal ordentlich heruntergehen in einem Dreiteiler und wir werden dann mit Sicherheit die schlechten Nachrichten nochmal bekommen, damit PayPal ganz einfach nochmal runtergedampft wird, damit die Investoren nochmal einen besseren Einstieg haben und hier nochmal Positionen nachkaufen werden. Wenn man schlau ist, kauft man dort Positionen nach. Wir werden in der Zukunft hier auch eine Zielbox für unsere interessierten Abonnenten bei Patreon errechnen und auch eben kommunizieren, damit man dort dann den optimalen Einstieg hat. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr gerne mal mit unserem ersten Link in der Videobeschreibung bei Patreon vorbeischauen und dort einfach mal die neuen Angebote, die es jetzt in der Winterzeit gibt, auschecken. Kommen wir zurück zum Chart. Wie geht es danach weiter? Wir gehen danach natürlich in einer dritten Bewegung nach oben. Und diese dritte Bewegung, die man dann antizipieren kann, wird auf jeden Fall noch stärker als die vorherigen Bewegungen. Ganz wichtig ist natürlich der Multijahreschart. Deshalb springen wir direkt mal dort rein und schauen uns das Ganze aus der langen Perspektive an. Wir denken hier ganz einfach, dass PayPal eine Welle 1 abgeschlossen hat und danach eine dreiteilige Welle 2 Struktur, mit anderen Worten die große Korrektur, hinter sich gebracht hat. Das habe ich ja auch eingehend gezeigt, wo wir da geendet sind. Und jetzt nach oben hin in einer Welle 3 expandieren werden. Und eine Welle 3, für die, die sich nicht mit Elliott-Wellen auskennen, wird die stärkste und längste Welle und das ist natürlich optimal, denn dann könnte man hier den meisten Anstieg mitnehmen und das ist natürlich das, was man sich als Investor wünscht und wir haben hier eine Zielzone zwischen 485 und 656 US-Dollar. Das hört sich jetzt sehr hoch an, wenn man sich anschaut, dass PayPal gerade mal bei 58 US-Dollar steht, aber wenn wir uns das Ganze anschauen, ist das einfach realistisch, denn wir hatten auch bereits solche Anstiege damals hier gesehen, nur war das eben nur die Welle 1 und somit war sie natürlich nicht so stark wie die Welle 3, die jetzt kommt. Und wir hätten hier mit einem sogar nicht so guten Einstieg, den wir jetzt noch tätigen könnten, 721% bis zur Unterkante und bis zur Oberkante über 1000%. Also PayPal ist durchaus eine Aktie, die in den nächsten Jahren 10x ohne Probleme zurücklegen kann. Das ist natürlich sehr interessant für alle Investoren, die hier noch nicht investiert sind. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben da lassen und den Kanal abonnieren. Wenn ihr noch weitere Fragen habt oder Kooperationsanfragen, könnt ihr diese gerne an unsere E-Mail-Adresse bullishimpulsemanagement@gmail.com senden. Vielen Dank.